Hallo meine Fliesenhandwerker-Kollegen, meine Freunde, hier ist wieder der Fliesenleger am Montag. Ich melde mich wieder zurück. Nach dem Wochenende geht es los. Heute sind wir in der Dusche. Wir dichten eine Dusche ab mit Abdichtspan. Ich habe jetzt die Kleber schon mal aufgezogen. Da ist die Dichtspan. Es gibt einmal Dichtspan, also Dichtmatten und einmal flüssige Abdichtspan. So, diese Bahn hat die Kleber schon aufgezogen. 4 mm Zahn. Schön sauber aufziehen. Gucken, dann die Knubbel wegnehmen. Und dann kann man die Matte auch schon reinlegen. Und warum holst du jetzt hier die Spaten? Keine Flüssigabdichtung? Also man müsste doch auch mal so lange die Spaten haben. Ja, da kommt halt auch immer drauf an, mit was man, welches Material man natürlich in der Firma verarbeitet. Es ist so, dass die Flüssigabdichtung entweder gespachtelt oder gerollt wird. Es gibt zum Beispiel eine Marke, die hat zwei verschiedene Farben. Da macht man einen Spachtelgang, das nennt sich einmal Architektenfarbe. Das heißt, auf dem Neubau. Und der Architekt kontrolliert die Abdichtung, kann der Architekt genau sehen, aha, hier schimmert noch ein bisschen rosa durch, ist nicht richtig abgedichtet worden. Meiner Meinung nach sind die Matten am sichersten, weil du da nie gerade auf groben Putz wie hier diesen Kalk zu wenden bist, muss man schon sehr sauber und ordentlich spachteln oder rollen, damit die ganzen Poren zu sind. Und hier, da finde ich, ist einfach eine saubere Sache. Da wird Stoß an Stoß geklebt oder man kann es auch überlappen. Ja, also im Prinzip diese 10 cm, die auf den Matten immer angezeichnet sind, zeigt die Überlappung an. Das heißt, die nächste Matte, die wir setzen, die setzen wir dann hier dran. Einmal um die Ecke rum, dann kommt die nächste wieder mit Überstand, so braucht man fast keine Dichtbänder. Ja. Und bei Flüssigabdichtung ist es halt so, dass es entweder ein komponentisch auf Zement gibt, dann ist dann einfach Pulver, was man mit Wasser anrührt, oder halt zwei komponentisch mit einer Milch dabei. Das ist dann eine Milchtüte quasi und Pulver und dann wird dann zusammengerührt. Das ist daher wie Gummi. Ist auch gutes Zeug. Aber wie gesagt, ich verschaffe über die Matte, die ist mir persönlich am sichersten, da bin ich mir hundertprozentig sicher, dass alles direkt gut abgedichtet ist. Und ja, im Prinzip ist es doch eine einfache Sache abzudichten. Wie gesagt, einfach mit der 4 mm Zahnung aufzahlen, schön gleichmäßig. Und dann ist es fast wie beim Tapezieren. Einfach sauber, gleichmäßig dranziehen. Und mit einem Flügel mache ich das immer, kann man auch mit einem Kletter machen. Schön ausziehen. So, da keine Luftblasen mehr drunter sind, da keine Buckel mehr drunter sind. Schön glatt gezogen und dann hat man direkt schon die erste Abdichtung, die dann fertig ist. Ne? Ich dichte die Duschen immer, bevor der Esstisch reinkommt. Gefällt der Esstisch, wird immer vom Fliesenleger gemacht. Die Esstischleger machen ihren Esstisch, lassen den Esstisch in der Dusche immer fehlen, damit wir unser Gefälle-Esstisch machen können. Ich mache immer die Wände, bevor ich den Esstisch mache, weil da kann ich den Esstisch direkt rundherum machen. Die Abdichtung geht schon bis drunter, bis hinter den Esstisch und brauche nachher nur noch meine Dichtecken und Dichtbänder zu setzen und noch eine Bahn auf den Boden und dann ist die Dusche tipptopp wasserdicht. Ne? In diesem Sinne, Männer, so viel dazu. Ich melde mich nachher nochmal, beziehungsweise blende gleich nochmal ein, wie wir Dichtbänder einlegen. Wenn die ganze Dusche dann fertig ist, nochmal einen kleinen kurzen Clip und dann ist das gut. Ne? In diesem Sinne, schöne Woche. I love you all. Eh? So, Männer, Dusche ist abgedichtet. So sieht das Ganze dann aus. Ne? Wir haben die Dichtbahn einmal komplett hier überlappt. Ne? Das sind immer die 10 cm Streifen, der halt hier jetzt wegfällt. Und da wurde die nächste Bahn drauf überlappt. Einmal um die Ecke rum, hier selber um die Ecke rum. Noch mal eine Dichtbahn komplett drauf. Die Nische abgedichtet, oben, unten, rechts, links und hinten. Überall Dichtecken, Dichtbänder reingelegt, auf die Kanten Dichtbänder reingelegt. Hier haben wir keinen Dichtband drauf gemacht, weil wir hier das eingeschnitten haben und reingeklappt haben. So sieht dann im Prinzip eine fachgerecht abgedichtete Dusche aus. Esstisch kommt noch, da kommen hier nachher noch Dichtbänder hin, Dichtecken. So sehen die Dichtecken aus. Ich hole mal gerade eine. Das ist eine Dichtecke. Gibt es auch als Innenecke, als Außenecke. Das hier ist eine Innenecke, die kommt dann nachher. Kommt die so da dran. Und ja, dann wird das Ganze abgedichtet. Die Rinne hat noch ein Dichtband, das wird noch hochgelegt. Noch ein Esstisch, noch ein Dichtband auf dem Boden. Fertig. Fliesen drauf, fertig. In diesem Sinne, Leute, ich hoffe, ich könnte euch helfen. Ne? Ist jetzt keine große Hexerei, denke ich, kriegt jeden hin. Muss halt anständig gemacht werden, weil, wie gesagt, Duschbereich gerade. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, der wichtigste Punkt in der Dusche ist unten am Boden. Der Bodenwandanschluss und der Rinnenanschluss. Ne? Weil da läuft das Wasser immer hin, das ist immer da, wo Wasser zur Rinne läuft, wo man ein bisschen Wasser stehen bleibt, wenn die Rinne ein bisschen zu ist von den Haaren. Und da ist immer stehendes Wasser oder laufendes Wasser und das ist der wichtigste Punkt einfach in der Dusche. Ne? In diesem Sinne, Leute, macht es nach, probiert es. Ich wünsche euch Spaß. Ciao.